So, die sind jetzt noch eine ganze Weile am Fliegen. Ich schmeiß die ganzen anderen Kisten mal hier hin. Und das sollte jetzt... Achso, mein Inventar ist natürlich auch völlig voll. So. Fische. Das da und da. Ah ne, stopp. Was sollte ich mir angewöhnen? Nicht von Hand Sachen ins System schmeißen. Das verbrauchte mehr Platz, als wenn das die Roboter... Gott. Als wenn das die Roboter machen würden. Tut das da rein. So, das dürfen die Roboter dann später auch noch einsortieren, wenn sie Spaß dran haben. Ich brauche keine grünen Platten mehr. Soll ich irgendwas beschränken? Also wir haben hier schon die Kisten eingestellt. Das ist alles Müll, oder? Warum? Oh Gott. Ja, richtig. Das hätte mir auch noch auffallen können. Aber zugegeben, die letzte Aufnahme, da war ich nicht sehr aufnahmefähig. Die hier alle, die gehören zerschossen. Ja, das war jetzt sehr sinnvoll. Boah, so viel Kram. Gib mir alle davon, alle davon. Nicht die grünen, nein. So. Warum wurdest du nicht gleich ersetzt? Weil die Roboter zu tun haben. Ja, okay. So. Also grüne Platten werden jetzt zwar noch hergestellt und auch in großen Mengen, weil wir durchgehend jetzt genug Erz haben. Allerdings sind die Kisten beschränkt, also sollte es dann passen. Das heißt, irgendwann sind einfach die Kisten voll und dann passiert nichts mehr. Was jetzt anscheinend schon der Fall ist, richtig? Ja. Also wir haben ganz viel grünes Zeug. Dann erforscht doch mal irgendwas hier bei den Replicator-Sachen. Weil die Sachen werden halt indirekt aus den grünen Platten ja auch hergestellt. So, hier fehlen überall noch kleine Beacons. Das kann warten. Wir wollten bei der Yoki-Geschichte weitermachen. Das ist auch richtig. Allerdings würde ich noch mal ganz gerne mein System genauer beobachten, was jetzt die Sache angeht. Ja, wir haben 148.000 grüne Platten. Wir haben inzwischen wieder genug Eisen. Wir haben auch inzwischen wieder genug Kupfer. Tin ist ein bisschen runtergegangen. Stahl ist okay. Weiße Chips, grüne Chips, braune Chips. Alles da. Tränke. Ja, lila Tränke und Artefakte. Deswegen hatte ich mir ja auch überlegt, ob ich nicht vielleicht jetzt anfange, die Artefakte zu produzieren. Hatte ich mir eine ganze Weile gegen gesträubt. Aber ehrlich gesagt, will ich auch ganz gerne mal in der Phase, wo ich mir nicht immer Gedanken drum machen muss. Weil ich kann theoretisch jederzeit beliebig viele Alien-Artefakte haben. Ich müsste einfach nur rausgehen und was töten. Aber das finde ich jetzt im Let's Play nicht mehr ganz so spannend, da es halt kein Risiko mehr ist. Also null Risiko. Und das, obwohl ich hier bei weitem nicht alles drin habe, was ich drin haben könnte. Wenn ich das jetzt auch noch aufmotze, dann habe ich absolut kein Risiko mehr. Dann könnte ich wirklich alles gegen tanken. Und davon sich eine halbe Stunde anzugucken, damit ich ein paar Erinnerungen kriege, ist ein bisschen doof. Das heißt, ich werde jetzt eine Anlage bauen, die Erinnerungen repliziert. Das wird wahrscheinlich recht langsam sein. Aber das versuchen wir jetzt mit den Beacons mal zu boosten. Und das baue ich irgendwo ganz anders hin. Das baue ich einfach irgendwo hier hin. Was ich mache jetzt... Habe ich Labore gebaut? Warum zum Geier habe ich Labore gebaut? Weil sie hubbelig aussehen. Ja, das ist richtig. Da ist mir ja doch vorkonditioniert als Mann. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die da. Und zwar die Crafting Speed 4 Teile, richtig. Und ich brauche davon mal mehr. So, das braucht jetzt eine Weile. Okay. Gut, also ich... Wow. Ja, davon baue ich jetzt ein paar, setze ich hier hin. Einfach 4 Stück und dazwischen baller ich ganz, ganz viele Expansion Bays. Die ich... Wo sind sie? Irgendwie sehe ich die nie. Da. Machen wir mal hier. Und da kommen... Goblin-Nudel passt nicht rein, nur Speed, glaube ich. Ja. Und dann hier in den Ecken jeweils die... Für die Replikatoren, die dann für die Sache in die Kisten legen. Dann sollte das hinhauen. Nee, ich hätte gern Quantum-Replikator. Schieß mich tot. Genau, die da.
Das heißt, jeder davon wird von 3 Beacons befeuert. Sollte dann einigermaßen flott gehen. Du stellst bitte die da her. Und zwar mit Gottmodul. Dauert trotzdem noch eine Ecke. Also ist nicht so game-breaking, wie ich gedacht hatte. Wobei, wir könnten noch mehr Beacons drumherum bauen und so weiter. Davon ganz ab. Aber es geht. Und es sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir passiv ein paar mehr davon bekommen. Alternativ könnte ich davon auch noch viel mehr bauen. Aber dann hätten wir irgendwann unendlich erinnert. Oder ich könnte halt eine Baumfarm bauen, die das gleiche macht. Und ich suche schon wieder die Dummen da. So. Ihr braucht auch noch Ärmchen, damit ihr das irgendwo hinsetzen könnt. Miep, miep. Jo. Die da. So, ihr habt alle... Ja. Ah, das ist echt zäh. Wahrscheinlich muss ich aber noch mehr bauen. Aber gut, das kann warten. Jetzt würde ich ganz gerne zurück zu meinem anderen Projekt. Jetzt, wo wir wenigstens ein paar Erinnerte zwischendurch einbekommen. Und das Projekt wäre hier hinten. Die Yogi-Sache. Wir haben jetzt nämlich noch die Pressen, die hergestellt werden müssten. Das wären die Bs, die da. Und die bapp ich mal hier hin. So, du stellst bitte her. Was? Achso, die kann man auch hier mit da hinstellen. Also diese... Was? Nee, Schlacke bräuchten wir jetzt auch noch. Okay, wir brauchen irgendwoher gleich Schlacke. Schlacke war, glaube ich, ein Nebenprodukt. Das heißt, wir müssen irgendwas produzieren, was wir gar nicht brauchen, um das Nebenprodukt zu bekommen. Eventuell. Gucken wir mal. Also das müssen wir auf jeden Fall pressen. Ruhig auf zweimal. Dafür brauchen wir die Pellets. Woher kriegen wir die Pellets? Die kriegen wir hierher. Achso, da kommt schon ein Nebenprodukt raus, richtig? Ich denke schon. Was? So. Hier passen Gottmodule rein. Das macht das Ganze doch schon mal ziemlich interessant. So. Ultra kompakt. Das ist auch ein Vorteil und Nachteil von dem Mod. Also zum einen kann man wesentlich kompakter bauen. Andererseits fällt mir dazu noch kein wirklich gutes Muster ein, weil man kann ja nur da durchlaufen, wo die Ärmchen sind, richtig? Ah, ne, hier geht's auch durch. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Dann ist es einfach nur super praktisch. Keine Lücken, kein gar nichts. Gerade wenn man auf einer Karte spielt, wo nicht so viel Platz ist, ist das extrem von Vorteil. So, du brauchst die Pellets von da drüben. Gut, fordere die mal an. Freuen sich die Roboter über was zu tun. Was übrigens auch noch bei mir auf der Liste steht, keine Sorge. Nicht unbedingt mehr Roboter bauen, was ihr aber auch könnte mit Skynet, sondern die Roboter aufbauen. Aber dafür brauchen wir halt die Alien-Attrakte erstmal, die wir jetzt ja herstellen. Yuki Pellets da. Was ist mit den andersfarbigen Pellets? Könnten wir hier auch herstellen. Fordere mal nicht die... Brauche nicht mal die an. Sondern die grünen Pellets. So, und ihr alle werdet beschränkt. Ich will nicht wieder... So. Okay. Dann machst du bitte auch nicht diese und du machst die. Und du... Munition, go. Hauptsache, wir haben es weg. Also du forderst es vollkommen falsch an. Du sollst... Oh, die gibt's gar nicht. Die haben eine andere Farbe. Ah, das ist verwirrend gewesen. Ich habe jetzt irgendwie nach einem... Diese Form in grün habe ich gesucht, nicht dieses helle hier. Aber das ist ja auch egal. So, du forderst das an, du forderst... Das an. Du nimmst jetzt die blauen Pellets. Gut. Du forderst das blaue Zeug an. Das. Du forderst das grüne Zeug an. Richtig. So, und dann hast du auch das Nebenprodukt. Wie mache ich das damit am besten?
Nicht, dass jetzt irgendwann das eine rausgenommen wird und das andere quasi übrig bleibt. Das heißt, das müsste wieder lila gemacht werden. Das ist gefährlich. Muss ich mir später überlegen. So, das heißt, wir hätten jetzt die Grundressourcen schon mal abgedeckt. Was haben wir da noch, was automatisiert werden müsste? Hier, Copper Wire. Wir haben die lila gepressten Dinger noch nicht. Gut. Mach dim 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 dim. Ich glaube, da brauche ich nur genau zwei für. Raus. Raus. Also für das Pressen selber brauche ich nur einen. Aber wir haben hier noch mehr Sachen, die gepresst werden müssten. So, du brauchst dafür nur das Rich Dust. Die haben alle einfach nur als Nebenprodukt das. Okay. Das heißt, nix braucht das wirklich. Man kann wahrscheinlich nur diese Schlacke dann später noch zu was anderem Sinnvollen weiterverarbeiten. Aber das ist sehr gut so. Muss mir darum auch keine Sorgen machen. Das heißt, du forderst jetzt noch weiter. Du forderst einfach mal das lila Pulver an. Und wirst dann ebenfalls beschränkt. So. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade so wüst Sachen forsche, die ich überhaupt nicht brauche, das geht einfach nur darum, um die Forschung ein bisschen übersichtlicher zu machen. Weil die Sachen, die ich eigentlich ganz gerne forschen würde, brauchen die Latränke. Die haben wir nicht. So, damit haben wir jetzt fast alles. Wet Containment. Contaminated Water. Also wir könnten noch Filteranlagen bauen und Munitionshülsen. Dafür bräuchten wir komisches braunes Zeug. Pure Copper. Achso, da müssten wir Kupfer umschmelzen zu reinem Kupfer. Und dann mit Pellets zusammen. Hat jetzt aber primär mit den Waffen zu tun. Die wollte ich ja gar nicht sofort automatisieren. Die Briketts brauchen wir nicht. Da gibt es jetzt noch bessere. 3 Gigaschuhe. Was? Ernsthaft? Okay. Hält eine Weile. Und Runny Oil. Nein. Also ich denke, mit den P-Sachen sind wir jetzt erstmal fertig. Das heißt, wir haben gar nicht so viel gebraucht. So, go. P-Sachen sind wir fertig. Was kommt jetzt? Ich wollte ja ganz gerne, auch wenn es nicht das macht, was ich dachte, dass es macht, wollte ich hier die Sachen mit anfangen. Also fangen wir an mit einem Brain-Parasiten. Wird hergestellt in dem Teil. Braucht dafür Basic Machine Frame und Reinforced Gear und komische Chips. Das heißt, die Sachen müssten wir jeweils noch automatisieren. Warum ist das alles rot? Weil ich es nicht im Inventar herstellen kann. Hm? Okay. Aber was ist jetzt mit diesem M68K-Chip und den Reinforced Gears? Oder was sind die? Da sind die Module schon mal. Die brauchen auch diese Chips. Da ist der Chip. Wird hergestellt in was? Wahrscheinlich eine ganz normale Fabrik. Testen wir. Wir hätten gerne hier. Warte mal. auf der Höhe. Da? Oh. Forschung, ernsthaft. So. Nochmal da und da. So, guck. Du hättest hergestellt gerne das da. Du hättest gerne hergestellt das da. Alles schön mit Goldmodulen, Goldmodulen. Warte. Viel bessere Idee. Wir haben dafür doch extra einen Blueprint. Genau so. Also blub, blub, blub. Blub, blub, blub. Und hier kommen jetzt die Yoki-Fabriksachen hin. So, du hättest gerne das Zahnrad, das sah wichtig aus. Du hättest gerne den Chip, das sah wichtig aus. Du hättest gerne
das da, wovon ich keine Ahnung habe, wofür es ist, aber ich baue es mal. Du hättest gern den anderen Chip. Du hättest gern so ein komisches Conducting-Wire-Ding. Und du nimmst mal Machine-Frames. Wir brauchen viel mehr. Und es geht wenigstens auf. Das ist gut. Dum, 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 dum. So, stellen wir dich schon mal ein, damit du anfangen kannst zu arbeiten. Du brauchst Stahl und die Pellets. Du hättest gerne Stahl. Und du hättest gerne die Yuki blauen Pellets. So. Kisten immer schön beschränken. Alle schön beschränken und dafür sorgen, dass sie rot sind. Gut. Dann überall. Tipp, 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 tipp. Du machst bitte die Advanced Machine Frames, da waren die normalen. Super Conductive Coils kommen hier hin. Und da habe ich schon fast alle Sachen, oder? Das hier sind Repair Tools. Ich gehe davon aus, dass die wirklich nur zum Reparieren sind. Also brauche ich sie nicht. Best Repair Tool you can craft. Nee, Repair Tools brauchen wir nicht. Wir werden nicht so viel angegriffen. Was noch automatisieren?